Seid gegrüßt, meine lieben Freunde. Ich hoffe, euch geht es gut. Ich hoffe, ihr habt den Tag gut überstanden und genießt jetzt den Nachmittag. Wir schauen uns Zi Castro an, Viganza 2. Zuallererst, dieses Video wird von mir gecuttet. Aus zwei Gründen. Grund Nummer uno ist, weil ich die YouTube-Lizenzen einhalten muss. Und der zweite Grund, weil das Video wahrscheinlich zu lang wird. Deshalb musste ich es schneiden. Aber ganz kurz zu den jungen Mann, also zu dem jungen Künstler, und dann legen wir sofort los, ist, ich habe den ersten Track, also Viganza 1, Teil 1 gehört, und ich fand den am Anfang, die ersten paar Minuten fand ich, dachte ich, Alter, warum, was, wieso ekelhaft eigentlich, vom Text her, weil, war scheiße. Und dann steigerte sich das immer besser, es wurde immer besser, es wurde immer geiler, und am Ende habe ich es gefeiert. Eigentlich sehr, sehr interessanter Track und es geht um wirklich gute Themen und wir schauen uns den an, der geht nämlich 10 Minuten lang und dann mal schauen. Hamburg, war das nicht Hamburg? G20-Gipfel. Leben in Freiheit, denn wir sehen nicht die Fesseln, die uns umgeben, bis sie uns in ihrem Käfig zerquetschen. Menschen wollen dein Schädel zerfetzen für das Hinterfragen ihrer klebrigen Fressen, denn sie fürchten um ihren elenden Sessel. Doch ein neuer Wind sorgt jetzt für ein pausendes Wetter. Er reicht aus dem Gewässer, bläst sogar die Tauben von Dächern. Ich bin ein Sprecher, der unterdrücken schieße mit Wörtern. In Weltkrieg Nummer 3 klopft an unsere Tür. Hörst du die Mörser, die 1914, 1939. Alle guten Dinge sind drei, 2000, ich weiß nicht. Römen fließt das Kapital. Alles ist der Löwe unter ihm. Spar mir das Gerede von wegen Verschwörungstheorien. Und er kennt jede eurer Taten auf jedem Kontinent. Er weiß auch, dass jetzt in Syrien ein neues Hobby wächst. Wieder mal unter dem Vorwand der Westen übernehme die Verantwortung für Demokratieexport. Denn es treibt sich wieder ein Diktator rund. SOS G7 macht auf Hell, fahr in Not. Und der IS trägt die DNA der NATO. Panzertanks und Schrot, der Markt schafft wieder tot. Die handlanger Nation küssen der Kanzlerin den Po. Schon von Anbeginn der Kapitalkonzentration machten Monopole, erste Schritte auf dem Hinterhof. Willkommen der Imperialisten-Show. Listen, Bro, meine geht zu mehr als nur ne Kiste Codes. Nehmt gut zu, es ist einfach wie das Einmaleins. Sie reißen sich alles unter den Nagel, was sie Macht verleiht. Luftgazine, Zeitungen, Straßenkanäle, kleine Firmen, deine Hände, deine Beine, dein Gesicht und dein Gehirn. Um zu wissen, wieso der totale Krieg wieder an Kraft gewinnt, musst du Deutschland fragen, wo schickst du deine scheiß Waffen hin? Sie löschen alles aus wie damals Ohara. Hör die Waffe des IS, sie macht Barack Obama ab. Und die Seuche, die du suchst, sie leuchtet wie die Glut vor deinen Augen, doch du schließt sie, denn du scheust dich vor dem Mut. Doch sie ist außer Kontrolle und schafft den Terrorwahn. Die Regierung schreit Notfall, schaltet den Sensor an. Es geht um Kontrolle, weil die Zeit der Waffen naht. Und der Mensch checkt, was der Sklaventreiber macht. Euer Überwachungsstaat über Verbrecherreich. Denn in Krisenzeiten fördert man Militär und Polizei statt Menschlichkeit. Sie vermehrt. Und als ob das alles nicht ausreicht, sorgen sie dafür, dass die Faschismusbestie ausreißt. Für graue Zeiten, die genau zeigen, dass auf keinen Fall unsere Interessen im Interesse stehen beim Hauptfeind. Der bricht die Gitter, wenn Kapitalisten zittern, ist der letzte Ritter und bringt Germany's Next Hitler. Denn Paten, BMW, VW, Krupp, Oetker, Deutsche Bank, das hier ist eine Kampfansage aller Stalingrad. Jetzt geht die Hetze los, teile und herrsche. Sie erwarten zu viel Tote, schau sie. Teilen die Särge, sondern nur für Illusion. Verbieten Desinformation. Geflüchtete seien auf der Jagd nach einem guten Lohn. Seid willkommen in den 30ern, die SS steht Schmiere und wartet auf den Einsatz im brutalsten ihrer Spiele. Nun kommen wir zu dir, der am meisten profitiert. Recep Tayyip Erdogan, ein Mann, der weiß, wie's funktioniert. Füll die Waffen, mach Massaker, lass die Masse überwachen. Tu uns nur einen Gefallen und schaff die Pest aus unseren Straßen. Kugeln auf die Flüchtlinge, die hinter Zäunen stehen, Kugeln auf ein Volk, was seit Jahrzehnten um seine Träume fleht. Ab die Bevölkerung ist stark gelähmt, denn die Medien kennen dort nur eine einzige Sprache. AKP nach dem Nehmen, kein Herrscher vermag so lang zu stehen. Der Putsch gegen ihn vergebens, nein, er macht ihn zum Propheten. Die Leute sagen, er baute Straßen und Brücken. Die Menschen waren leer, erfüllte Hass in die Lücken. Der Präsident ist nur eine weitere Marionette unter der Herrscherklasse. Merkels Knabe punktet mit Islam auf Werbetafeln. Satans Hand setzt das Land in Brand. Der angebliche Feind in Syrien stammt aus deiner eigenen Samenbank. Tragisch warn dich, denn Joe, sie tolerieren kein Gerede, kontaminieren deine Seele. Doch ich schmiede meine Pläne, die willkommen.
Namen auf Planet Erde, Zeitalter, Massengrad. Nahe Osten, Schachtfeld, Westen macht die Kassen klar. Ohne Money, S, Bomberman mit Salafistenbart. Grenzen auf Türkei, uns erwartet keine Kissenschlacht. Genozid in Kurdistan, schweigen international. Ärzte ohne Grenzen sterben schneller in Afghanistan. Krieg Köln an Silvesternacht geht zu einem Trend. Spotlight auf Papa gewaltiger, während die Heime brennen. Rechte national, PIS, PVV, Liga Nord. Mörder sind getarnt wie die Decepticons von Megatron. Die Distance zu den bedachten Fallen des Systems. Generation trinken, spritzen, Generation sniffen. Bühne wehen, Fastfood bis zum Übergeben. Kleidung fehlt, C und A, H und M, P und C. T-T-H-E-N-D, L-I-C-H-A-U-F. Konsum steigt, der Monsun pfeift. Er bohrt die Erde hohl, Fracking voll geerdet rot. Monsanto, Glyphosat, Zeit, dass die Erde tot. Aufstand in Paris, Sklaverei nie wieder. Straßenbeben, der Eiffelturm wird zum schiefen Turm von Pisa. Die Diktatur der EZB, E zum U und IWF. Reformismus, Error, denn schau, Syriza kniet und bellt. Was ist nun los mit dieser Welt? Kein Pardon. Rente gibt es erst mit Erde über deinem Kopf. Jim, an die Front, weil sie die Welt hier verbrennen und keine verschonen. Weder die Kinder noch andere Lebende entkommen, alle den Tod. Schreibe den Part, schieße mit Wörtern, Metaphern und treffe die Nerven der Völker der Erde, denn alle verdummen im Dunkeln und suchen den Heiligen Gral. Das ist ein guter Ausgang. Okay, der Track ist unnormales Kopfgeficke. Wer aufwachen möchte und wirklich die Welt mit offenen Augen sehen möchte und Problemen begegnen möchte, der muss diesen Track hören, dann versteht er, wie die Welt so tickt, weil das, was er im Track zum Beispiel gesagt hat, das vermittle ich sehr, sehr viel meinen, auch meinen Kindern, wo ich dann sage, wacht auf, schaut genau hin, ihr müsst ein bisschen die Welt anders sehen. Nicht alles ist Gold, was glänzt, und der junge Mann hat auf jeden Fall auf den Punkt gebracht, und ich bin auch ziemlich überzeugt, dass derartige Track oder derartige Rap, wie auch dem, nennt es wie ihr wollt, das wird wesentlich mehr Aufrufe erreichen. Das ist nur eine Frage der Zeit. Wann? Aber der junge Mann kann sich schon mal freuen, mit diesen 10 Minuten, die er da rausgeballert hat, wird er irgendwann mal auf jeden Fall auf Millionenhöhe kommen. Also Aufrufe meine ich damit. Es ist ein sensationeller Track. Er hat alles vernünftig, gut strukturiert verpackt. Ein guter Flow, ein guter Style. Alles ist genau das, was reingehört. Ist drin. Und das finde ich geil. Ich finde das sensationell, dass endlich mal ein Rapper da draußen von vielen, der das Thema vernünftig verpackt hat, auch mit guten Rhymes, gute Lyric, guten Technik, alles, was dazu gehört. Super Track, kann ich nur loben, auf jeden Fall. Schaut euch den an, besucht den. Die Aufrufzahlen, die er gerade hat, ich bin jetzt hier drauf, der hat gerade mal 30.000. Das ist nichts. Nichts, liebe Leute, wacht auf, schaut diesen Rapper, es geht nicht immer um Mutterficken und so weiter. Hier geht es auch mal um was anderes im Leben. Danke fürs Zuschauen, wir sehen uns bis demnächst, mach's gut.